Verdammt nochmal! Oh Mann, Alter. Das war ja anstrengend. Aber gut, dass er jetzt eingesperrt ist. Das ist. Oh. Ich sag euch, ich sag's euch. Es ist doch nicht mehr schön. Es ist doch nicht mehr toll. Ich mach 80 Kreuze, wenn ich dieses Level endlich weg habe. Ich schwöre. Kann man ja sonst auch niemanden mehr anbieten hier als Stream und so. Jo, ich Batterie hole ich mal eben noch. Und ich hole mir eben mal noch schnell den Talisman. Der ist hier drin. Den möchte ich jetzt auch nicht zwingend drinnen liegen lassen. Das dauert jetzt zwar einen Moment. Oh, am 16. Sechs Jahre, naja. Achso, Hardy, ich muss dir da nochmal privat schreiben. Es ist mir ein dringliches Anliegen. So. Ich lade mal eben Batterie auf. Ja. Hallo? Batterie kann ich nicht nehmen. Okay, die kann ich nehmen. Dann nehme ich den Talisman noch. Also ich kenne es tatsächlich jetzt auswendig hier drin. Aber wir sind raus. Das hoffe ich zumindest. Wirklich. Oh Mann, ey. Okay, hier ist nichts mehr. Muss! Du willst mich verarschen. Was denn jetzt noch für ein Dachbodenschlüssel? Verarsch mich jetzt, oder? Der rollt mich. Ich glaube, der rollt mich. Gibt es da jetzt noch einen Schlüssel? Ne, hier hinten ist noch eine Tür. Oh, speichern. Safety first als Errungenschaft bekommen. Und Books of Release. Ja. Oh, gesaved. Nein. Kann ich das hier kaputt machen? Das sieht doch voll kaputt aus. Wie komme ich denn da jetzt weiter? Jetzt ehrlich. Okay. Hier durch. Das ist auch schon wieder so eine Ekelpuppe. Ich hasse die. Die sagen immer Daddy zu mir. Widerlich. Und wollen spielen. Oh. Da ging jetzt einfach mal so ein bisschen das Licht an. Habe ich jetzt gesehen.
Okay. Die Tür steckt fest. Das war mir fast bewusst. Wie riesig kann denn das hier noch sein? Sag doch mal. Ratti. Ja, kleines Rattichen. Oh Gott. Bleib ja sitzen. Komische Musik setzt ein. What the heck? What the f... Ma, was war das denn? Hab ich instant like wieder eine Tüte Schokochips gekackt. Was zum Teufel? Wie komme ich hier durch? Ja, man kann den Wagen ja nicht von hier aus schieben. Das geht nicht. Das ist einfach utopisch unmöglich. Was macht der? Ach so, da will er durch. Jetzt verstehe ich. Meine Lampe geht aber gleich aus. Moment. Ratti! Ekelhafte Puppe! Guck mal da, die hat sogar ein Messer in der Hand oder sowas. Oder zu ziemlich. Hau ab! Nein, niemals! Hau ab! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Kackpuppen, ich hasse die. Was ist das hier für ein Dachboden, Herrgott? Gehe ich hier gerade zurück? Kann das sein? Ich hoffe nicht. Oh, was ist das für ein Weg hier? Guten Abend, Kenshi. Hallo, ich grüße dich. Oh.
Voodoo-Talisman! Und ein Schlüssel! Und was zum Lesen. Jetzt weiß ich, was für ein Geheimnis meine Frau versteckt. Sie ist eine Hexe. Ja, sage ich doch. Sie ist eine Hexe. Jetzt ist alles klar. Ich verstehe, warum die Leute das Haus verlassen. Warum die Leute es nicht wagen, sich dem Haus zu nähern. Warum niemand zu mir kommt. Ich bin sogar überzeugt, dass sie hinter dem zurückbleibt, was mir passiert ist. Also hinter dem steckt, in dem Fall, oh, blöd übersetzt, hinter dem steckt, was mir passiert ist. Ich werde immer kranker und meine Gesundheit wird nicht besser. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde sie aufhalten, auch wenn es mich das Leben kostet. Ja. Lass mal vorstellen, die eigene Frau wird so eine abartige Hexe, die da unten im Keller Dämonen beschwört. Und den Teufel im Weiß. Ja. Der arme Mann. Da hat sie wahrscheinlich, hat sie ihn mit einem Fluch belegt oder so, dass er krank wird. Und am besten nichts mitbekommt von all dem. Das ist schon echt übel. So, das müsste jetzt so extra Durchgang sein oder so, oder? Ja, wahrscheinlich. Das ist hier, wo ich durchkam. Okay. Also vorhin, wo ich da durchgeluckt habe, da müssten wir also dann doch tatsächlich hier lang. Gehe ich mal von aus. Ich muss ja jetzt aus diesem Wirrwarr wieder raus. Aber nee, warte mal, da gehe ich ja. Das ist ja auch Blödsinn. Dann gehe ich ja einen kompletten Weg dahin. Das ist ja auch Kacke. Hab ja extra die Tür vorne aufgemacht. Kenshi, ich hoffe, dir geht's gut. Bei dir ist alles schick. Die steckt fest. So, pass auf, dann können wir nämlich hier raus. Und da war doch noch eine Tür. Die dicht war. Erstmal eben. Ja, okay, weil ich den Talisman verbrennen muss. Aber die Tür einfach zugeht, ist echt eklig. Mach hier noch eine Tür? Nee. Ich hoffe, die alte kommt jetzt nicht noch. Okay, freigeschaltet. Oh, hier ist Dachboden. Oh, guck mal, ich komme raus. Na, guck mal. Achso, das ist der Hebel wahrscheinlich. Okay, hier ist nichts. Das ist der Raum. Nee. Die Laken mache ich jetzt auf keinen Fall weg. Aber wahrscheinlich ist da jetzt irgendwas drunter. Oh, nee, 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 nee. Ach, egal. Alles für den Stream. Für euch. Aber wahrscheinlich ist da jetzt irgendwas. Vorhin waren da Figuren drin. Nee. Oh, Gott sei Dank. Uhuhuhu. Sehr gut. Aber jetzt ganz schnell Ding verbrennen. Jetzt kommt die alte, nehme ich gleich. Ich muss mal bei euch lesen. Gurkenglas, hallo, ich grüße dich. Schön, dass du da bist, freue ich mich. So. Gucken wir mal eben auf die Karte. Oh Gott. Oh Gott. Hier oben gibt's gar nichts. Nichts zum Verbrennen. Jetzt müssen wir Eier machen, Leute. Doch hier. Wird mir gar nicht angezeigt. Was ist das für ein Blödsinn? Ich habe alle fertig, oder? Ja!
Oh Gott. Ich darf da jetzt runter. Ich bin verwirrt. Jetzt müssen wir nur noch Speicherung suchen. Quatsch. Hallo. Oh nein. Nein. Oh nein, Leute. Es hängt. Das Spiel hängt. Das hatten wir schon mal. Sorry Leute, ihr seht jetzt mal einen Augenblick nichts. Ich muss neu starten. Das heißt leider für uns aber auch, dass wir die blöden Schlüssel neu holen müssen. Also nicht mit dem Dämon, aber durch die Puppen und das Durchgelaufene da. Ja. Wow. Einfach echt episch. Doch. Ja. Leider ja. Leider ja. Was soll ich sagen? Oh Mann, ja. Das ärgert mich schon wieder, ey. Das war schon mal, ne? Es ist immer, wenn du Escape drückst und aufs Karte gucken willst, bleibt das einfach hängen. Das ist so richtig mies. Hier. Da müssen wir wieder hin. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg jetzt nochmal machen. Oh Gott, ey. Prima, das kann dauern. Egal, ich bleib dran, Sanyo. Dankeschön. Ich beeile mich, dass das so schnell wie möglich hier hinbekommen. Mir war ja auch nichts Wichtiges, wo ich sagen könnte, ich muss was einsammeln. So gut, dann gehen wir mal da durch. Das nützt ja nichts. Ich kann leider auch nicht speichern, solange ich dieses blöde Teil verbrennen muss. Würde ich ja gerne, aber ja, geht nicht. Geht nicht! Naja, gut. Zieh mal durch, zieh mal durch, zieh mal durch. Was für ein Ekelpanzen, ich schwöre, ey. Mann! Ich weiß nicht, was das für eine abartige Olle noch ist. Das ist ja nicht die Zungenlady. Das ist ja irgendwas anderes Widerliches. Lag hier noch irgendwas? Okay, aber noch eine Tür, die würde ich gerne mal mit einzeichnen. So, da. Ja, Gurkenglas, also nicht wirklich. Also wir haben es ja geschafft oben mit dem Teufel tatsächlich endlich mal. Ich bin so froh drum. Jetzt müssen wir hier im weiteren Abteil den anderen Schlüssel bekommen wir jetzt hier noch. Und da war auch ein Schriftstück
vom Herr des Hauses verfasst, dass er endlich rausbekommen hat, dass seine Frau eine Hexe ist und er sie aufhalten muss und da wahrscheinlich drauf geht. Hau ab! Du spinnst wohl! Ja, komm her, komm her, komm her! Püppchen, Püppchen à la carte, gib mit nie.